Hallo und herzlich willkommen zu unserer Filmkritik über den Film The Story of Boji. Der Film von Stina Wiersen kam im September 2022 raus. Außerdem ist er 13 Minuten lang und ist ein Animationsfilm. Der Film wurde im Aquarellstil animiert, wodurch schöne Laufeffekte erzeugt werden. Mit der realen Geschichte von Hedi und ihrem Hund Bodri erzählt der Film auf zugängliche Weise vom Holocaust, ohne dabei seine Hoffnung zu verlieren. In The Story of Bodri wird die Geschichte von zwei jüdischen Geschwistern erzählt, die während der Regierungszeit Hitlers lebten. Die gesamte Familie wurde in ein Konzentrationslager gesteckt und mussten den Hund Bodri zurücklassen. Die Eltern wurden von den Geschwistern direkt bei der Ankunft dort getrennt und sahen sich nicht wieder. Hedi, die Hauptperson, der dachte oft an ihren Hund. Und nachdem sie frei kamen, haben sie ihn tatsächlich wiedergefunden. Aber ja, die Eltern blieben verschwunden. Die Geschichte wurde schön dargestellt und erwärmt die Herzen der Zuschauer. Aber ein bisschen mehr Musik wäre schön gewesen. Mir hat der Film sehr gut gefallen, weil ich den Aquarellartstil sehr schön fand. Und zwar sah man zuerst einfach einen Klecks aus Farbe und darauf wurden dann die Charaktere und Landschaften gezeichnet. Und das wurde mit jedem Bild dann wiederholt. Mir hat außerdem gut gefallen, dass man Hedi und ihre Freundin oder Schwester nochmal in real und erwachsen gesehen hat. Von allen Filmen, die wir geguckt haben, behandelt dieser Film das härteste und ernsteste Thema. Aber auch das Wichtigste, der Nationalsozialismus und der Holocaust, durch den sehr, sehr viele Leute, unter anderem auch unsere Protagonisten, durch die Hölle gegangen sind. Damit so etwas nie wieder passiert ist, sollten viele Menschen den Film sehen und die Message erhalten. Deswegen hat der Film den Preis gewonnen. Und damit beenden wir unsere Filmkritik zu The Story of Bodri. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr werdet euch den Film mal in Zukunft ansehen. Und nun bitte ich die Stadtteil-Jury auf die Bühne. Tschüssli Müsli! Alles gut oder? Das war gut, ja. Bin ich top oder bin ich top? Top, top, top.